Hey Chris, wenn du nur spazieren fährst, dann werden wir den Rasani kriegen. Hey Semi, den Typen kriege ich ganz sicher, wenn du mal bitte die Klappe halten würdest. Hartmut, was führt dich zu uns? Ja, wegen heute Abend. Heute Abend? Ja, ich bin doch zu dieser Tagung der Kriminaltechnik eingeladen und bekomme diese Auszeichnung, weil ich dieses spezielle Analyseverfahren entwickelt habe. Ach ja, das ist heute? Und ihr habt mir versprochen, dass ihr mich begleitet. Du Hartmut, das tut mir jetzt aber echt leid. Mir ist da was ganz Wichtiges dazwischen gekommen. Ich kann echt nicht mitkommen. Schade. Und was ist mit Chris? Ich frag ihn nachher, in Ordnung? Der verhört gerade jemanden. Der Typ, der bei ihm im Büro sitzt? Yep. Den kenne ich. Woher kennst du ihn? Den habe ich mal auf einem Lehrgang kennengelernt. Ist ein Kollege aus München. Hat er was angestellt? Angeblich ist er gestern Abend entführt worden und heute Morgen in einer Lagerhalle aufgewacht. Er hat sich dort einen Wagen geschnappt und ist abgehauen. Er behauptet, dass ihn die Männer verfolgt haben. Deshalb ist er über die Autobahn gerast. Seltsame Geschichte. Aber wenn es stimmt, dann ist dein Freund vielleicht in Gefahr. Dann versuchen wir mal, die Lagerhalle zu finden. Die Beschreibung der Halle ist aber ziemlich dürftig. Thank you.
neuen Lieferwagen. Hast du schon mal blaue Styropor-Chips gesehen? Wir haben nicht eine Lagerhalle gefunden, die nur annähernd auf die Beschreibung passt. Was jetzt? Ich denke, an dem Typ ist was faul. Aber warum sollte er sich die Geschichte ausdenken? Das wäre unter Tausenden die blödste Ausrede für eine Geschwindigkeitsübertretung. Ich würde wetten, dass der Typ Dreck am Stecken hat und das hat mit der Raserei nichts zu tun. Glaube ich nicht. Um was wetten wir? Der Verlierer muss heute Abend unseren Hartmut zur Tagung begleiten. Abgemacht. Wir bitten Hartmut, sich mit seinem Freund mal im Vertrauen zu unterhalten. Und wir schauen uns mal um, wo er gestern Abend angeblich entführt wurde. Hallo, wir sind von der Kripo Autobahn und würden gern wissen, ob Sie gestern Abend den Typ auf dem Foto gesehen haben. Ja, der ist mir tatsächlich aufgefallen, als er rauskam und zu jemandem in einem getunten Sportwagen gestiegen ist. Ist er freiwillig eingestiegen? Ja, die beiden waren wahrscheinlich verabredet. Haben Sie zufällig das Kennzeichen? Hey, ich bin schon froh, wenn ich mir die PIN meiner Bankkarte merken kann. Wagentyp oder Farbe? Vielleicht ist er auf den Bändern unserer Videoüberwachung zu sehen. Mal sehen. Das war kurz vor Schichtwechsel. Einen Moment bitte. Das ist der Wagen. Alles klar, vielen Dank. Was heißt alles klar? Ein alter Bekannter aus früheren Tagen, der mir immer über den Weg gelaufen ist, wenn es um Drogen ging. Hast du ihn gekriegt? Wir konnten ihm nie etwas beweisen, aber ich weiß, wo wir ihn finden.
ist ja unser Kandidat. Er ist gerade auf dem Sprung. Dann folgen wir ihm unauffällig. Er wird sich sicher freuen, mich wiederzusehen. Das hat er gerade, aber er scheint sich nicht zu freuen. Ist doch immer das gleiche Spiel. Was hast du aus ihm rausgekriegt? Er behauptet, dass er den Typ nicht kannte und nur zum Bahnhof gefahren hat, weil der kein Taxi kriegen konnte. Super. Viel Schrott um nichts. Hat sich Hartmut schon gemeldet? Gut, dass wir Hartmut hingeschickt haben. Er hat seinen Freund wegen starker Schmerzen ins Krankenhaus gebracht. Dort haben sie ihn gleich in den OP geschoben. Vermutlich habt ihr ihm beim Anhalten etwas zu hart rangenommen. Keller und Blaulicht hat er ja ignoriert. Hartmut meinte, dass ihm auf dem Weg zum Krankenhaus wohl jemand gefolgt ist. Ist er noch im Krankenhaus? Nein, er war auf dem Rückweg und müsste längst wieder da sein. Ich hab's jetzt schon ein paar Mal versucht, aber mein Anruf wird immer weggedrückt. Denkt ihr, Hartmut ist in Schwierigkeiten? Sein Wagen hat ein GPS-System, damit können wir ihn finden. Okay, ich fahre und du fliegst im Hubschrauber mit.